Welche Leute sind nach Riga gekommen, aus welcher Gegend stammen die und welche Städte sind Mitglied dieses Riga-Komitees? Ja, nach Riga in das sogenannte Reichsjudenghetto sind Ende 1941, Anfang 1942 insgesamt ungefähr 20.000 jüdische Menschen, vor allem aus Deutschland, Tschechoslowakei auch und Österreich, dahin deportiert worden. Und also eben aus dem heutigen Nordrhein-Westfalen waren es ungefähr 4.000. Der erste Transport war aus Köln, dann also eben Düsseldorf, dann aus Münster, Bielefeld, Osnabrück. Und hier die Gegend Marl, Dorsten, Recklinghausen, Dortmund, Gelsenkirchen und so weiter. Das war der Transport, der am 27. Januar 1942 nach Riga losgefahren ist. Und übrigens genau heute vor 68 Jahren, am 1. Februar 1942 in Riga ankam. Auch da war es scharfer Winter und die Leute wurden dann aus den Viehwaggons rausgetrieben ins Ghetto und da fanden sie schon fürchterliche Zustände vor.